Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Prüfungsvorbereitungstutorial für Industriekaufleute. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video stelle ich Ihnen eine VISO-Aufgabe der Abschlussprüfung Winter 2016 vor, und zwar die Aufgabe 16 hier. Auch hier bin ich gefragt worden von Azubis, wie man die löst. Es geht um die Arbeitsproduktivität, und zwar den prozentualen Anstieg von Vorjahr oder Vorperiode, und dementsprechend muss man sich zunächst mal klar machen, die Formel für die Produktivität, da geht es eigentlich immer um die Grundform Output im Verhältnis zum Input, also das, was sozusagen rauskommt im Verhältnis zu dem, was man reingesteckt hat in die Produktion. Hier in der Variante von der Arbeitsproduktivität sind natürlich auch immer die Stückzahlen, hier in dem Fall Möbeleinheiten gemeint, und der Input in Form von Arbeitsstunden. So, jetzt haben wir hier die Zahlenangaben hier oben, das heißt die monatliche Ausbringungsmenge. Der Output ist von vorher zu nachher um 10% gestiegen. Naja, und was wir jetzt brauchen, das sind die zwei Szenarien vorher und nachher, damit wir die Veränderung ausrechnen können. Also, und die zweite Veränderung war bei den Arbeitsstunden, die ist um 4% gleichzeitig gesunken auf 9600. Das heißt, wir brauchen hier die beiden Zustände von vorher. Und das kann man natürlich auch ausrechnen, aber ich sag mal, mit ein bisschen Übung oder Geschick kann man das auch erkennen. Das kann man ja praktisch ablesen. Die 10% mehr, das sind ja praktisch 40.000 vorher gewesen, ne? Weil 10% davon sind 4.000. Ne, und das sind dann die vier dazu. Also hatten wir vorher 40.000 Stück und haben das produziert in, naja, 4% von 9.000, also beziehungsweise vorher die Zahl davon 4% weniger. Wenn man jetzt mal annahmeweise 10.000 nimmt und davon 4% rechnet, dann haben wir nämlich hier die 400 weniger. Also gehen wir davon aus, das waren 10.000. Kann man natürlich auch ganz einfach mit dem Dreisatz ausrechnen. So, das brauchen wir auch nicht ausrechnen im Rechner. Das ist 4, das Verhältnis. Das ist jetzt keine Prozentzahl. Das sind nur Verhältniszahlen, die Produktivitätszahlen. Einheit wäre jetzt praktisch 4 Möbeleinheiten pro Stunde. Muss ich jetzt nicht dazu schreiben, geht jetzt darum auch nicht. Und dann die Nachher-Situation ist ja nochmal einfacher, weil die Zahlen sind schon da. 44.000. Stück in 9600 Stunden. Und das ist 4,58 Periode 3. Das ist in dem Fall ganz wichtig, dass man hier an der Stelle noch nicht rundet, sondern die Zahl im Taschenrechner am besten so lässt. Und jetzt die Veränderungsrate, da arbeite ich ja immer gerne, also empfehle ich meinen Azubis immer die Formel, wenn ich eine Veränderungsrate, hier das Delta, das errechne ich, indem ich den neuen Wert durch den alten Wert mal 100, um auf eine Prozentzahl zu kommen. Und dann, weil ich ja nur die Veränderung haben will und nicht, dass die 100% noch mit drin stecken, ziehe ich nochmal 100 ab und damit habe ich dann die Veränderungsrate. Für diese Aufgabe bedeutet es, ich schreibe es jetzt mal aus Platzgründen hier direkt drunter, damit es noch hinpasst, der neue Wert, also nachher, durch den alten mal 100, damit es Prozent werden, minus 100, ergibt 14,58%. Um diesen Wert ist die Arbeitsproduktivität von vorher zu nachher angestiegen, durch diese beiden entgegengesetzten Veränderungen. Okay, das war's auch schon und ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung.